Okay, und herzlich willkommen zurück bei Crash Bandicoot Warp. Mit dabei ist auch so ein komischer Vogel, der stellt sich ja mal selbst vor. Hi. Du kannst auch ruhig reden, ja? In der letzten Folge, ich weiß gar nicht mehr. Genau, in der letzten Folge waren ja hier verschiedene Fails. Da waren wir jetzt, genau. Zeitrennen. Es leckt bei mir jetzt gerade noch ein bisschen, das ist voll ärgerlich. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Was? Ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt. Ich auch nicht, es läuft ja eigentlich noch nicht mal viel, das ist das Schlimme. Muss man erst wieder in die Steuerung reinfinden, das ist Rennen, okay. So, und los geht's! Lalala. Ach, ich weiß, die Aufnahme hatte ich letztes Mal abgebrochen, weil es so ärgerlich war. Das weißt du ja noch gar nicht. Du siehst ja eigentlich was ganz Neues. Lalala. Das ist einfach so nervig mit den Trampolinen immer. Oder habe ich das sogar schon gemacht? Ich bin mir jetzt so unsicher. Das kommt mir alles so bekannt vor. Ja, auch vorher, dass ich das schon mal gesehen habe. Ja, ist klar, weil das in der einen Folge schon mal normal war. Wolltest du das doch mal? Du wolltest irgendeine Plattform suchen und hast dann gemeint, du machst das jetzt auf Zeit und dann war die Plattform erst nicht da. Ich glaube, das war die Stage, ehrlich gesagt. Ja, ja, es kann sein. Ja, stimmt, das kann wirklich sein. Da kommt noch mal am Ende so ein blödes Trampolin. Nee. Das ist eine andere gewesen. Das Blöde ist, es läuft hier auf Zeit. Und ich lasse mir hier viel zu viel Zeit. Ja, da ist zum Beispiel diese böse Plattform, wo ich jetzt nicht drauf... Ach, ich hasse das. Siehst du das? Ich hasse es einfach so extrem. Ach komm, da hoch! Ich faile einfach mal. Ich faile. Ach komm, warte mal, ich bring mich mal schnell um. So, komm, sterb. Yay! Boah, ich hasse es einfach. Boah, ich hab Hunger. Verdammt. Ich hab Hunger. Ja, ich hab richtig Hunger. Ich hab mittlerweile jetzt hier schon Pizza erfüllt, halt. Das einzige Gute ist wirklich bei den Zeitrelikten, dass man wirklich kein Leben verliert, wenn man stirbt. Weil wir haben nicht viel. Denk dran, wir hatten mal 50. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ja, das ist so mittig ungefähr, so Bad 8 oder sowas. Ja, irgendwann hatten wir mal 50 und jetzt wirklich nur noch 17. Aber guck mal, ein Apfel und wir haben wieder 18. Nur das Blöde ist, wir kriegen hier keine Äpfel. Oh Gott, komm! Was wichtig ist, wir dürfen hier echt diese Maske nicht verlieren. Was natürlich hier sehr blöd ist. Oh, ich habe ein Leben bekommen. Yay, komm, geh weg. Crash, du kannst dich hier mal 17 sein. Nein, nein, das kannst du nicht. Vor allem, es passt gar nicht mal zum Rhythmus, ey. So. Oh Gott, ich hasse Zeitrennen. Und gerade hier auf diesen Dächern, weißt du. Weil du kannst hier immer so schnell runterfallen. Ja. Das ist doch nicht wahr. Das meinst du? Ja, ja, das meine ich. Genau, diese Dächer. Stimmt ja, du siehst dich alles mit einer Zeit versetzt. Egal. Du siehst zwar zweimal Zeitversetzt, 1, 2, 3, du siehst jetzt zweimal Zeitversetzt, aber du bist trotzdem schlecht, verdammt, ich nochmal sterben. Töte mich, hallo, ich bin's, Edit, hallo, hihi. Wow! Hast du deinen Abonnenten schon erklärt, was Edit rückwärts bedeutet? Ich wollte es andeuten, aber ich hab's noch gelassen. Nein, nein! Das soll man auch, glaube ich, nicht wissen, also, nicht zuhören, was der komische Typ da sagt, der redet ganz böses Zeug, Kinder. Vor allem die beiden Abonnenten, die ich habe, die wissen das doch. Vier, stimmt. Aber selbst die wissen das eigentlich alle. Der eine Abonnent ist meine Freundin. Und wenn die nicht weiß, was Edit rückwärts heißt, dann keine Ahnung. Dann dauert die Hochzeit doch noch eine lange, lange Zeit. Oh, mach doch mal Platz da. So, ich habe echt keine Zeit für so einen Kram. Die Aufnahme, ich kann sehen, wie lange die Aufnahme läuft. Das ist so toll. Ich brauche endlich nicht mehr meinen blöden Wecker. Ansonsten habe ich immer mein Handy, weißt du? Dann lasse ich immer so eine scheiß Stoppuhr laufen. Wenn du Edit heißt, dann müsste deine Freundin noch Zinep heißen, oder? Doch, der war schlecht. Zinep? Wieso Zinep? Rückwärts. Zinep? Wie heißt meine Freundin laut deiner Meinung? Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, was sie in der rückwärts gelesen heißt. Ich auch nicht, aber deswegen frag ich dich ja. Oh, das klappt. Nein, ich habe die Zeit nicht bekommen. Scheiße. Egal. Lauf, lauf, Crash. Oh, diese Lags sind nervig. Da muss ich noch ein bisschen was optimieren.
Aber ich hatte eigentlich gar keine Programme mehr im Hintergrund laufen, oder? Eigentlich nicht. Art. Minecraft ist aus. Also, Hintergrund. Ja, Minecraft habe ich noch im Hintergrund laufen. Es frisst ja keine Ressourcen oder sowas. Skype, aber es frisst doch nicht viel. Au. Oh, jetzt kommt diese blöde Stelle wieder. Nein. Nein. Oh, die ist so zeitfressend. Und ich werbe. Werbe. Ich bewerbe mich auch noch bei Bärbel. Yay, Bärbel Schäfer ist cool. Habe ich immer gerne geguckt. Diese komischen Talkshows damals als Kind. Kommst von der Schule und was machst du? Du guckst Talkshows. Nein, und der klaut mir wieder die. Das schlimmer Pokémon, oder? Ja, aber das kannte man ja schon alles. Bevor ich es mir lieber fünfmal habe, bevor ich mir den Dreck gebe. Talkshows waren geil. Ricky und wie sie alle heißen. So, das muss ich mal gucken. Was ich jetzt gemerkt habe, hast du vielleicht auch gesehen, bis zu dem Punkt kann ich wirklich 3 Masken sammeln. Ich muss also hier aufpassen, dass ich die eine Maske nicht verliere. Nein. Ich hätte nicht springen sollen. Hey, da stand 88. Komm, werf. Yay, yay, yay. Verdammt. Komm rauf, komm, geh hoch. Hallo, ich bin's, Crash. Oh, Leute. Bleib mal auf dem Teppich. Bleib mal auf dem Teppich. Ist ja genauso schlimm wie meine Zeitwitze. Ich fahr so schnell, zum Glück habe ich noch kein Asthma. Der war so dumm. Oh, geh weg. Nein, Maske verbrannt. Scheiße, komm, sterben. Ui. Oh, 26. Ich habe am 26. Geburtstag, also nicht diesen Monat. Den hatte ich doch schon mal gehabt, oder? Kann das sein? Ich bin mir sicher, dass du schon mal Geburtstag hattest, ja? Ja, ich glaube auch. Oh Gott. Weil die Leute wissen doch gar nicht, wie du heißt. Ich bin der Benji oder auf YouTube der einzige Abonnent. Ich würde sagen, der einzige Abonnent, der auch Kommis schreibt, aber das ist nicht wahr. Easy schreibt ja auch Kommis. Ja. Ich sah Elektro 9NE. Ja, nochmal ganz kurz Werbung machen. Hey, das klappt echt so. Ey, ich hab beide Masken. Oh, komm. Oh, Mann. Nein, ich werde noch hoch. Ach, nein, jetzt habe ich auch die Maske verloren. Sterben. Wenn ich zum Geheimnis sage, dass ich krank bin. Ey, das habe ich noch gar nicht gewusst. Willst du ein Let's Play Together machen, Alter? Gronkh? Hey, wir kennen uns doch schon so lange. Ich bin doch schon ein langer Abonnent. Also mit meinem anderen Channel musst du wissen, mit denen hier habe ich keine Dinger abonniert. Wenn du hier ein Let's Play machen willst, dann will ich mich geehrt fühlen. So ein typischer Witz, dass man immer ausgibt, dass man Gronkh ist. So, Leute, heute sind wir wieder in der Höhle. Geld! Kohle! Ich sehe nur noch Kohle! Ich habe schon damals gewusst, dass ich Kohle mache mit meinen Let's Plays. Oh, das ist voll anstrengend, die ganze Zeit deine Stimme so anzuspannen, ey. Ich bleib da lieber gesmooft. Der Gronkh ist ja auch voll der Hühner, Alter. Oh, sterbe! Du musst sterben! Oh, ich will eine rauchen, der Stress macht mich kaputt. Was? Warum hört er auf? Warum? Ey, wir hängen schon wieder den ganzen Part jetzt hier drin, ey. Ich hasse diese Zeitdinger. Weißt du, die ersten sind noch. Ey, die ersten sind so gut, ich glaube, ich deabonniere mich bald selbst. Ey, das ist so schlecht, was der Typ hier macht. Oh, komm. Yay, wir haben die Maske noch. Aber du, Benji, du bist ja auch so eine kleine Maske. Den Witz habe ich jetzt schon zum dritten Mal gebracht. Da war gerade die alte Version von Mr. Krabs, hast du es gesehen? Ja, Krabben stammen von den Krebsen ab. Ist wirklich so.
Nein, das ist nicht. Keine Ahnung. Den letzten Zufällig TV Total gesehen mit Conchita Wurst? Nee, leider nicht. Ich hatte letzte Zeit Nachtschicht. Ich habe jetzt 5 Tage lang frei. Glaubst du es? Mächtig. Heute ist mein erster Tag, wo ich frei habe. Yay. Die Arbeit ist so gnädig. Ich merke schon, ich finde wirklich nur Zeit zum Aufnehmen, wenn ich frei habe. Och, jetzt komm doch da mal drauf. Wie spät haben wir es eigentlich? 10 Minuten. Nee, ich meine jetzt allgemein die Uhrzeit. Die Uhrzeit, kurz vor 6. Kurz vor 6, okay. 10 Uhr. Oh. Jetzt haben wir den Maskenmann. Skill run. Oh, komm. Oh, warum hält er sich nicht fest? Warum nicht? Er war doch oben. Ey, das war so gut. Das war das Beste bisher. Nein, scheiße. Was mir je passiert ist. Oh Mann, ey. Komm, nicht werfen, sei lieb. Warum ist das mir passiert, ganz ehrlich? Ey, er hat sich nicht festgehalten, du hast es gesehen. Ja. Aber warum? Vielleicht kennt das... Wie heißen die Dinger überhaupt, wo es sich festhält? Diese Gitter? Oh nein. Ich kenne in die Gitter ja den Song von Us und Ruff nicht. Halt mich fest. Sag, liebst du mich, bevor du gehst? Von wem das Lied jetzt war, sag ich über dich. Wenn du es jetzt weißt, ist es mir peinlich. Ich find's eh nicht geil, glaube ich. Ich kenne es jetzt überhaupt. Oh, was? Die Pokémon kenne ich, das Intro. Denn ich will ein Held sein. Ich sehe gerade, ich habe die Maske schon wieder verloren. Ja. Oh, weißt du, was ich jetzt überlegt hatte, mir mal wieder anzugucken? Monster Ranger, sag mir, was ist geschehen? Oh, geil, du kennst das Lied? Meine Freundin kennt Monster Ranger nicht mal. Wie bitter. Ja. Vor allem, sie ist mit Pokémon aufgewachsen, hat das auch immer geguckt. Nein, Zeit, das ist Zeit. Ja, hat das auch immer geguckt, weißt du, aber Monster Ranger kannte sie nicht. Ich gedacht, wie geil das immer war mit Golem, Tiger, Monchichi. Oh, das war so süß. Und wie hieß denn der komische Typ? Genki, oder? Hieß der Genki? Kann das sein? Genki, möglich, ja, irgend sowas. Auf jeden Fall. Ja, Genki, doch, Genki, ja. Das ist so ein typischer japanischer Name, irgendwie Genki die. Ja, Genki, eine Pizza hieß Pixie. So ein Wölfisvibe. Ja. Und wie hieß die Olle? Oh, Nora? Nee. Er hat auch immer mit L im Kopf. Laura oder sowas. Lora. Du hast doch gerade nichts zu tun. Du kannst doch hier einfach mal nebenbei nachgucken. Endlich, ja. Guckst einfach mal nach Monster Ranger. Davon habe ich sogar noch das PlayStation 1 Spiel. Monster Rangers. Und nein, ich werde zu Monster Ranger kein Let's Play machen. Oh, er hat sich festgehalten, aber ich lasse los. Nein! Du hast es jetzt nicht gesehen, sei froh. Du würdest mich hassen. Holly, die ist Holly? Holly, genau, Holly. Und wie hieß der Hase? Sag ich, da hieß einfach nur Hase. Ich meine, Tiger hatten sie auch schon, so einen einfällerischen. So einen einfallsreichen Namen, so. Er hieß nicht Hase, aber Haki, Alter. Haki. Ah, nee. Die Namen waren alle so geil. Und Phoenix, genau, Phoenix gab's dann auch noch. Das Phoenix war... Der Vogel, nach dem sie gesucht haben. Die haben auch mal diese komischen Steinplatten zum Leben gebracht. Und in der einen war halt Phoenix drin, den haben sie gesucht. Leck mir meine Soundfiles. Leg mir mal... Oh, warum der hält sich nicht fest, ey. Oh nee, warte mal, ich gehe jetzt hier aus dem Level raus, bevor ich jetzt hier echt ein ganzes Level drin hänge. High Time, ja, klasse. High Time am Arsch. Kaum ist denn eine alte Legende wie ich am Start. Ja, Gronkh, du musst wissen. Das ist doch wirklich nur der Soundfall, klasse. Soundfall sag ich schon, hier brauche ich noch die Kisten. Ah. So, dann hole ich jetzt erstmal die Kisten und. Ich muss ja glaube ich noch Gas geben hierbei, ich will jetzt eine rauchen eigentlich. Sagen wir den Fehler, beginnen wir die Aufnahme einfach jetzt und. Herzlich willkommen zurück bei Crash Bandicoot. Wow. Yay! Oh, scheiße. Okay, ich konzentriere mich echt auf die Kisten.
krieg ich auch wenigstens mal wieder ein paar Leben vielleicht. Oh. Crash, der alte Hells Angel. Weißt du, was das Tolle ist? Beim Motorradfahren, ich kann nebenbei rauchen. Yay! Oh. War es nicht hier das Level mit Area 51 oder so? Möglich. Ich weiß, ja, da ist es auf Area 51 Schild. Dieses Alien-Schild da eben. Oder ein Warswill könnte auch sein. Oh, es laggt einfach mal. Es tut mir wirklich leid, muss ich wirklich sagen. Mein Laptop ist halt nicht der beste. Ach, die Games hört uns ja gar nicht, ne? Nee. Ah, oh, schade, dann hörst du ja gar nicht, wie geil ich jetzt hier singe wieder. Nee, ich singe nicht mehr. Der Game Sound! Du brauchst keinen Game Sound zum Singen. Ich kann auch so singen, Habibi. Nein, er hat die Kiste nicht gekriegt. Er hat die Kiste nicht gekriegt. Oh, 69% haben wir mittlerweile schon. Wir fehlen ja konsequent weiter, Alter. Oh, Mann. Du. Wir failen hier, ja? Wir sind Busenfreunde. Wir sind deine Busenfreunde. Wir sind deine Busenfreunde. Oh Gott. Zu viel Insider am Start, glaube ich. Ja. Aber Busenfreunde sollten das kennen. Oh, ich habe einen schönen schnellen Start hingekriegt. Aber der bringt mir doch gar nichts, wenn ich die Kisten sammle. Der ist sogar die allererste Version auch von. Na? Fuck. Wie ist das Tape? Doppel-D Mixtape. Ja, genau, Doppel-D Mixtape. Oh Gott, jetzt wird es aber. Nee, der Part wird wirklich voll mit Insidern, ey. Wenn sich das wirklich irgendwann mal Abonnenten angucken, die mich wirklich nur durch meine Videos kennen hier, die haben keinen Plan. Oh, die tun mir gerade so viel leid, ey. Ich meine, ey, wenn ich wirklich mal so viele Abonnenten habe wie bei meinem Musiker-Channel, dann bin ich ja schon stolz. Ich sollte mal wie alle anderen YouTuber, beziehungsweise Let's Player, einfach mal auf Gronkh seinen Videos in den Kommentaren einfach mal meinen Let's Play-Channel reinschreiben und schreiben: Ich brauche Starthilfe, ich mache auch Minecraft-Let's Plays. Ey, Mann. Ja, oder einfach, keine Ahnung, Leute, die sich bei irgendeinem Let's Player kommentieren, einfach als Freund einladen müssen. Ja, ich habe mich jetzt alle vier Kisten gekriegt, hast du es gesehen? Ja. Ah, oh, da ist mir zu schnell. Oh, guck mal, wir haben schon wieder 19 Leben. Ist das nicht geil? Toll. Ja. Am Anfang hatten wir 17, Alter. Ich hatte schon mal 50. Habe ich das schon mal gesagt? Ja. 8 Minuten, 2 Leben. Nicht schlecht. Ja. Nein, da war eine Kiste. Da war eine Kiste. Nein. Ich habe eine Kiste übersehen. Oh, komm, bevor wir jetzt Zeit klauen. Ey, Mann, ich habe wieder eine Kiste übersehen. Ich habe gedacht, ach, da wird jetzt schon keine Kiste sein. Fährst einfach mal drumrum, weißt du? Bis jetzt haben wir im Part ja echt viel erreicht. Ja, ich meine, 18-minütiger Part bisher. Oh, Mann. Nochmal. 2, 3. Oh, da war eine Zeitversetzt, klasse. Ich wette, meine Audio-Files werden sowieso sowas von Zeitversetzt jetzt sein. Ich hatte noch nie mit leckenden Aufnahmen zu kämpfen, weil meine Aufnahmen waren bisher immer leckfrei. Nur eine war mal ganz kurz ein ganz kleiner Leck drin in diesen scheiß Future-Leveln. Oh. In dieser Aufnahme oder an dieser Aufnahme wird die Aufnahme selbst sein. Aber Hauptsache, wir hatten keinen Spaß. Ja. Cortex, ein geiles Gesicht. Hast du gesehen auf dem Plakat eben rechts? Ja. Übelst geil. Mit seinen Fingern, wie er sich zeigt. Das Engine Gas. Ich könnte ja eigentlich mal gleich gucken, ob ich jetzt Crash Team Racing spielen kann. Weil dann würde ich das für mich dann als Nebenbei-Projekt hier zu starten. Weißt du, würde ich einfach heute mal wirklich viel aufnehmen oder allgemein jetzt in der Zeit, wo ich Urlaub habe. Leute, das leckt gerade nicht wirklich. Es ist jetzt gerade nur, ich fahre wirklich langsam. Ich fahre jetzt wirklich gerade bloß langsam, damit ich wirklich jede scheiß Kiste kriege. Ich habe keinen Bock, dass ich hier in diesem Part echt nichts geschafft habe. Nach diesem, wenn ich jetzt wirklich diesen scheiß Edelstein habe, mache ich auch mal ganz kurz die Aufnahme aus. Dann haben wir nämlich diesen Part 21 geschafft. Okay, kurz gucken, da ist nichts.
Warte mal, ich muss nebenbei jetzt kurz meine Kippe abwaschen. So, wir wollten ja nur was von einem Tutorial ausrichten. Was soll's denn? Folgt mir auf Facebook, folgt mir auf Twitter, gebt einen Daumen hoch, abonniert mich, macht einen zweiten Schritt, abonniert mich nochmal, Daumen hoch, Daumen hoch. Man gefällt mir geben. Da. Schreibt mir doch mal in die Kommis, was haltet ihr von das Tutorial? findet ihr auch, dass er schwul ist? Nein, er ist nicht schwul. Aber wenn du mal guckst auf seinen Facebook-Kommentaren, da schreibt er mir übelst die romantischen Texte. Oh, guck mal, wir haben alle Kisten. Yay, yay. Ich hab ihn eingesammelt. Ah, wir sind zwar auf Platz 7 geworden, das ist mir aber scheißegal. So. Ich dachte mir nur, Herr Tutorial ist die deutsche Antwort auf Conchita Wurst. Dann hab ich mir noch gedacht, okay, 1-0 für euch. Okay, Leute, würde ich sagen, beenden wir einfach hier die Aufnahme. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann. Tschüss. Ui.